Ich denke, da stellen wir uns jetzt einfach mal hier hin und können dann gleich zu etwas übergehen, zu unserer guten alten Tradition, die jetzt genau eine Session alt ist, ein paar Let's Plays vorzustellen. Ja, und letztes Mal hatte ich Kikoskia und den guten alten Daikor vorgestellt, liebe Leute. Und heute wird es ähnlich weitergehen. Ein englischsprachiges Let's Play wird dabei sein und ein deutschsprachiges. Und ich fange mal wieder mit dem englischsprachigen Let's Play an und da hätten wir den guten Disorturn. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Disorturn, keine Ahnung, mit irgendeiner lustigen Zahl noch dahinter. Den Link findet ihr natürlich auch wieder unten in der Beschreibung des Videos. Und der Disorturn, auf den bin ich aufmerksam geworden, weil ich endlich mal ein Let's Play mir angucken wollte von Half-Life. Jawohl, ihr kennt es doch vielleicht noch, ne? Dieses nette Spielchen so von Ende der 90er. Ich glaube, Ende 97 ist rausgekommen oder Anfang 98. War damals auf jeden Fall, als es rausgekommen ist, hat es sich katapultiert auf Platz 1 meiner Spiele-Hitliste, meiner ewigen Spiele-Hitliste. Inzwischen sind da ein paar andere nette Sachen noch dazugekommen. Da kann ich ja dann vielleicht auch nochmal später drauf eingehen. Aber der gute alte Disorturn, Let's Played halt unter anderem Half-Life. Und es ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Er ist eher so, sag ich mal so, also er spielt das Spiel auf normal durch und da sieht man auch nochmal, wie schwierig das früher war. Also kein Vergleich zu Modern Warfare oder so. Das war teilweise wirklich noch knallharte Hardcore-Action, so, wo man dauernd wieder laden musste und versuchen und laden und versuchen. Und ich kenne es ja selber noch. Wenn man dann durch halbe Levelabschnitte durchgekrochen ist mit nur einem Lebenspunkt und sehnsüchtig die nächste Energiestation angesteuert hat und dann kam wieder einer von diesen blöden Onkels mit Alien-Onkels da, der diese Wespen verschossen hat, da hat man öfter mal in die Maus und Tastatur reingebissen, sage ich mal. Ja, aber ansonsten auch ein tolles Let's Play, also sehr unterhaltsam, sehr lustig, sehr gut verständlich, auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so ewig viel Englisch sprechen. Guckt es euch einfach mal an. So, yeah. Und jetzt machen wir erstmal hier groß reine machen. Ja, hier können wir noch was einsacken, ein bisschen. Noch ein bisschen optimieren hier unser Inventar. La la la, la 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 la. Ist ja eigentlich schon alles gutes Zeug. Also da kriegen wir bestimmt schon so ein paar Dinare raus. Nö, ach, das war's jetzt eigentlich. So. Genau. Und dann noch ein Let's Player. Und zwar einen deutschen Let's Player, den ich mal vorstellen wollte. Und da gibt es auch eine kleine Besonderheit. Das ist nämlich ein Let's Player, der noch nicht wirklich so alt ist. Also 14, soweit ich weiß. Steht jedenfalls auf der Profilseite. Man weiß ja nie. Und das ist der gute alte Player. Nee, Player, glaube ich. Aber den Link findet ihr auch unten wieder. Und auf den bin ich gestoßen über ein Mountain Blade Let's Play. Er macht allerdings auch ein bisschen Minecraft. Ist jetzt vom Umfang her, also von der Gesamtanzahl der Videos, auch noch nicht so überpralle. Also er hat schon wesentlich mehr Videos gemacht als ich, muss ich da gestehen. Also ich bin ja jetzt auch nicht hier der alte Hase so. Ich mache das seit 2 Wochen. Aber lohnt sich mal reinzugucken. Tut mir einen Gefallen. Überhört am Anfang, also teilweise ist es halt ein bisschen bemerkbar, so leichte Soundprobleme, so man versteht ihn manchmal sehr schwer, aber ansonsten macht das sehr engagiert und hinterlässt auch einen sehr schönen Eindruck und gerade die Mountain Blade Let's Plays, die er da macht, die gefallen mir wirklich sehr gut. Ja, Hut ab und wie gesagt, der Herr ist ja auch erst 14 und da, ja, da ist noch viel Potenzial, sage ich mal. Da kann man sich noch richtig dolle weiterentwickeln. Und in 10 Jahren ist er vielleicht der Let's Player King von ganz Deutschland. Oder von ganz Europa. Oder wer weiß. Ja, also das waren heute meine beiden Tipps. Fühlt euch angesprochen. Fühlt euch auf diese Seiten weitergeleitet. Und jetzt werde ich mal hier wieder sinnvoll Aktion machen. Und weiter geht's. Auf der Tour hier. Tour de Calradia. Wir suchen uns eine neue, wunderbare Burg, die wir endlich mal belagern können. Meine Güte, ich möchte Burgen belagern. Warum darf ich das nicht? Herrgott nochmal, ich bin der Ritter der rostigen Rose. Ihr müsst vor mir niederknien.
Ihr müsst wenigstens mal ein paar Burgen belagern hier, sonst macht das gar keinen Spaß. Und überall diese Nordlords. Hopp. Na, 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 na. Ah, aha. So, Lord Harald, oder? Lord Harald, ja doch, Lord Harald. Da ist Lord Harald, der verfolgt Lord Talba. Und Lord Talba, denke ich mal, will hier Richtung Etros Castle oder sowas. So, mal sehen, ob wir uns... nee, er lässt sich gar nicht ablenken von uns. Schade, schade, schade. Komm mal her, los. Na, ja, dann locken wir dich eben in ein bisschen angenehmeres... Oh, und Herringoth Castle wurde von King Jarugleck belagert. Und da lassen wir den ollen Lord hier mal und... Oh, jetzt geht's aber los. Wenn King Jarugleck hier Herringoth belagert, dann sind wir natürlich dabei. Jakinator, juhu, juhai. Und endlich kommt vielleicht mal der Zeitpunkt, wo wir es uns gut gehen lassen können. Vor den Mauern einer belagerungswürdigen Stadt. Und da können wir dann zusammen mit King Jarugleck ordentlich kämpfen. Müssen natürlich aufpassen, dass wir hier nicht... Müssen wir natürlich doll aufpassen, dass wir hier nicht irgendwelchen komischen Bergbanditen und Forest Bandits in die Arme laufen. Das wäre jetzt nicht so toll. Immerhin haben wir wieder 100%. Aber ihr wisst ja, im Gebirge kämpft es immer richtig, richtig eklig. Das mag ich nicht so. Man muss sich ja auch mal seine Gegner ein bisschen aussuchen, wenn man hier Solo spielt. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier gewisse Gegnergruppen total vermeiden würde. Ui, ja, und das sieht so aus, als ob Herringoth Castle wirklich bald belagert wird. 130 Leute, ja doch, da lohnt sich das Verweilen hier auch ein bisschen. So, und das heißt, wir kampieren wieder, falten beide Hände zusammen und hoffen, dass wir diesmal nicht wieder hier angegriffen werden. Außerhalb der Burgmauern. Von irgendwelchen Desertern, Kagiten, was auch immer. Oder von irgendeinem ollen Nord. Ui, und jetzt... Was ist denn nun los? Leute, ihr könnt doch nicht einfach weglaufen. Was denn das? Rennt ihr etwa alle... Ach, ihr rennt da... Ah, oh. Oh. Das ist ja eine gewaltige Streitmacht von den Swardians. Und wie das immer so üblich ist, ich schätze, hier wird es über kurz oder lang, wenn die jetzt nicht alle ganz schnell weglaufen... Oh. Kergit Khanat und Kingdom of Nords haben Frieden geschlossen. Wenn die jetzt nicht alle ganz schnell weglaufen, wird es hier zu einer ordentlichen Schlacht kommen. Also bei so vielen beteiligten Armeen ist es fast unvermeidlich, dass zwei von denen irgendwann mal aufeinander prallen. Und dann gibt es hier ein Gemetzel, weil dann werden sich auch alle anderen... dann werden sich auch alle anderen Lords mit reinstürzen. So, ich hau wieder ab. Das war jetzt unbeabsichtigt. Und meine Güte. Aber King Jarugleck hat schon wieder keinen Bock mehr. Aber hier, seht ihr das? Ja. Jetzt gibt's hier Gemetzel. So, da will natürlich keiner, wagt sich der Swardian Lord gar nicht rein. Der will hier mit uns aufräumen anscheinend. 16 Men at Arms, ein Ritter. Tja, was machen wir denn da? Also, um die Belagerung hier ordentlich durchführen zu können, die jetzt gar nicht mehr aktuell ist anscheinend. Ich könnte. So, nee. Ich dachte, er beteiligt sich jetzt. Nee, der reitet einfach da vorbei. Den interessiert das gar nicht. So, und Herringoth Castle wurde aber wieder belagert. Das ist sehr schön. So, und jetzt steigen wir mal hier mit ein. Jetzt helfen wir endlich mal hier Lord Rafa, Lord Harish gegen unseren guten alten Bekannten. Und das ist aber eine wunderbare Ausgangsposition. Da freut sich der Jakinator schon wieder. Das macht ja total viel Spaß, hier lang zu reiten. Und ich sehe auch, hier sind ja nur Fußtruppen. Kommen die Pferde etwa erst später? Los, komm, Hans! Gib alles! Und da kommt schon der Gegner! Das ist ja ganz schön heftig. Aber ich schätze mal, hier am Berg werden die auch nicht so die großen Chancen haben. Denn Berge sind für Reiter immer so eine doofe Sache. Und ich schätze mal, da ist der Lord, der sich da gerade hier so ein bisschen durchmacht. Jawohl! Ah ne, war nur ein Swardian Man at Arms. Aber immerhin ein Swardian Man at Arms getötet. Und jetzt geht's hier los. Zapp und zapp. Und unser Schwertarm fängt schon wieder an zu jucken. Zapp und Das heißt, wir machen hier mal ordentlich einen auf harten Ritter und stürmen hier richtig rein. Jawohl!
So. Und das macht jetzt. Oh. Wisst ihr was? So, jetzt kommt Yakinator der Weise und übernimmt das Zepter hier. Übernimmt die Regie. Komm mal her, alle. Zap, ich will hier mal rinholzen. Denn das geht ja auch, ne? Dass man hier zu Fuß kämpft. Das wusstet ihr am Anfang noch nicht. Aber ich hab's euch ja schnell klar gemacht. Und natürlich werden unsere Fußkampfaufgaben, die wir uns hier stellen, auch immer ein bisschen anspruchsvoller. Das heißt, das ist auch so toll, dass man sich hier so endlich mal so reinwagt in so ein Riesengewühl. Jetzt sind wir natürlich wieder ein bisschen immobilisiert. Aber da ja alle Gegner so einigermaßen... Ups, da. Ja, mein gegnerischen Typen gekillt. Da ja alle Gegner einigermaßen so auf einem Fleck hocken, ist das gar kein Problem. Da haben wir nicht so viel zu laufen. Und haben wir auch schon gewonnen. Jawohl. Super. Das freut mich. Hier die letzten Zuckungen. Naja. Komm mal zur Ruhe. So spannend war es jetzt auch nicht. Ja, wunderbar. 67. Und jetzt habe ich Lord Herrisch geholfen. Habe natürlich hier mein Ansehen bei Lord, bei den Vegiers wieder mal verbessert. Und es gibt kein Vergnügen wie das Vergnügen des Sieges. Da hat er recht. Und Lord Raffach ist leider entkommen. Schade, schade, schade. Und ich schätze mal, jawohl, jetzt geht's hier weiter. Jetzt werden die Swordians mal so ein bisschen gepiesackt. Und nochmal Lord Herrisch. Komm, das machen wir gleich mal hinterher. Ehe wir uns dann den großen Leckerbissen hier vornehmen. Die Burgbelagerung zusammen mit dem König. Mit King Jarugleck, die alte Hotte. So. Ui, und das sieht ja auch mal wieder lustig aus. Das ist toll. Da bietet ihr uns ja ein wunderbares Ziel. Da kann man ja hier einfach mal so reinschießen. Ihr müsst nämlich erstmal durch den ollen Fluss kommen. Und das ist gar nicht so einfach, muss ich mal sagen. So, kommt mal her. Ja, und immer schön euch anbieten. Ja, hoppa. Ah, jetzt. Ja, sterbt. Sterbt. So, ja. Hoppa, ja. Es nervt mich immer ein bisschen, dass da meine Verbündeten immer so warten, so lassen den Gegner halt angreifen. Naja, gut, ist jetzt nicht meine Taktik, sag ich mal so. Also ich würde es anders machen. Aber sollen die sich da erstmal aus ihrer Sumpfgrube freikämpfen. Und dann dürfen sie auch gerne bei uns mitmachen hier. Und mal gucken. Mich mal ganz höflich fragen, ob sie einen Pfeil abhaben dürfen von mir. So, und meine Bogenpfeile sind auch schon wieder alle. Und jetzt bleiben wir mal auf dem Pferd und werden uns mal hier um die ganzen Reiter kümmern. Die hier so rumtandereien. Dich zum Beispiel. Ah, jetzt bleibt unser Pferd auch gleich mal stehen. Wunderbar, nicht so wunderbar. Ah, haha. Gut gepanzert seid ihr ja. Aber... so langsam haut mein Schwert auch dermaßen rein. Ja. So, jetzt bräuchte ich mal ein bisschen Unterstützung hier. Wo seid ihr denn alle? Mensch, ihr seid zu 200. Und ihr traut euch nicht von eurem Hügel runter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Mensch, wir sind doch hier nicht bei King of the Hill oder sowas. Oder Capture the Flag. Wo einer die Basis bewachen muss. Oh. Mann, Mann, Mann. Ja, jetzt. Wo es schon zu spät ist, ja? Wo Yakinator schon wieder ein paar Lebenspunkte verloren hat. Ihr habt ja gar keine Ahnung, wie das ist. Ja. So, jetzt aber. Oh, und hier, ganz schön viel los. Und es ruckelt ein bisschen. Aber ich denke mal, das ist nur so temporär. Bis dann die ersten Leute auch mal zu Boden fallen. Hier ist ja doch ganz schön Remi-Demi gerade. Ja, und Lord Clays haben wir jetzt gerade mal ausgenockt. Den Herrn mit dem komischen Helm. So, und jetzt hier noch ein bisschen die versprengten Überreste einsammeln von den Leuten. Kommt her, es ist nicht schwer. Haha. So, ihr Dickerchens hier. So, kommt ja mal. Ihr müsst mal in die Grube runterkommen. Ihr könnt mich doch nicht alleine lassen mit den Rittern hier. Mensch. So, jetzt aber. Ja. Tja. Ah. So. Wie du mir, so ich dir. Bloß bei mir macht es ein bisschen mehr Krach und Bums.
So. Ja. Na. Ach, das ist ja hier ein Krampf. Jetzt hätte ich gerne einen Pfeil. Ah, das, die Arbeit hat mir jetzt schon jemand anders abgenommen. Wunderbar. Und da haben wir es wieder mal geschafft. Yakinator der Weise. Yeah. Und dieselbe Konversation hatten wir eben schon mal. Und wieder mal ein paar billige Sachen hier mitgenommen. So, brauchen wir nicht. So, und jetzt kommt ihr hoffentlich alle mit nach Herringoth Castle. Denn dort wird hoffentlich gerade auch schön was gebaut. Oh, Grunwalder Castle wird jetzt auch belagert. Grunwalder Castle, wo bist du denn, Grunwalder? Ach da, Grunwalder Castle. Hm, wenn sich hier der König ein bisschen beeilt, dann können wir auch gleich mal nach Grunwalder Castle rüberwutschen. Und ja, jetzt machen wir es uns hier erstmal wieder bequem. Campen ein bisschen. Campen ein bisschen. Und warten, bis der König sich anschickt, hier einzureiten. Oder vielleicht doch erstmal nach Talberl. Ja, weil ich brauche noch ein bisschen Fleisch und Zeugs und sowas. Ach, kein getrocknetes Fleisch. Aber ein Käse. Nehmen wir den Käse mit. Ist ja auch mal nicht schlecht. Wir können uns nicht immer von Fleisch und Fisch ernähren. Jetzt nehmen wir was, was weder Fleisch noch Fisch ist. Nehme ich den Käse. So. Und setzen uns damit zwischen alle Stühle, ernährungstechnisch. Und weitergekämmt. So, ich hoffe mal, ihr fangt jetzt mal langsam hier an. Denn Yakinator der Weise ist auch bekannt für seine legendäre Ungeduld. Und wenn er legendär ungeduldig ist, kann es sein, dass in der nächsten Belagerung der ein oder andere Pfeil auch mal einen befreundeten Trupp trifft. So, Belager, Belager, Belager. Ah, und schon wieder so ein popliger Lord. Und Lord Herringoth. Nein. Hat uns... ich verstehe es auch nicht. Immer derselbe Quatsch. So. Ja, jetzt müssen wir ihn wieder bis zum Ende bekämpfen.